Nochmal vielen Dank, dass ihr da seid. Ich bin Tobi. Ich bin ein GNOME-Mensch und möchte jetzt in dieser Therapiesitzung mit euch darüber reden, wie wir es schaffen können, Funktionalität zum einen, also wie wir uns in diesem Dreieck bewegen können zwischen Funktionalität, Sicherheit und Usability. Und ich behaupte, dass es durchaus möglich ist, sich innerhalb dieses Rahmens zu bewegen und nicht zu sehr auf irgendeinen dieser Aspekte verzichten zu müssen. Und nun bin ich, warum bin ich hier? Was soll das? Warum bin ich hier als GNOME-Mensch auf so einer Hacker-Veranstaltung? Also zum einen bin ich schon mehrere Jahre hier und es gefällt mir hier sehr gut. Zum anderen glaube ich, dass das GNOME-Projekt sehr gut geeignet ist, ein Lieferant für Security-Software zu sein. Und darüber möchte ich jetzt im Rahmen dieser Session mit euch reden. Und falls irgendwas unklar ist, falls ich zu schnell rede, ich merke gerade, ich bin ein bisschen aufgeregt noch, also falls ich ein bisschen nuscheln sollte oder etwas unklar ist, dann meldet euch gerne und dann können wir das diskutieren. Also ich habe es auch gerne ein bisschen interaktiver. Und deswegen fange ich doch gleich mal an, in unsere Selbsthilfegruppe zu fragen, was denn die Meinungen sind, was GNOME eigentlich ist. Also ich komme hier hin als GNOME und bis jetzt habe ich das vorausgesetzt, dass es bekanntes Wissen ist, aber das muss ja gar nicht so sein. Wer in der Audienz hat eine Meinung und traut sich, diese Kunst zu tun, was GNOME denn eigentlich ist? Jetzt hätte ich gern einen Jeopardy-Jingle. Bitte. Ein Desktop-Environment, schon mal nicht schlecht. Das war aber nur die 100er Antwort. Wer traut sich? Oder was ist ein Desktop-Environment? Kann ich ja zurückfragen. Oder auch ans Publikum natürlich. GTK, User Interface Design, ja, schon mal, also würde ich auch, also ich stimme mit dem allen überein. Gibt es weitere, oder welche Wortmeldungen gibt es noch? Weitere Meinungen? Die Hate-Kommentare machen wir später am besten, ne? Weiß jemand, wofür GNOME steht? Das ist ja eine Abkürzung erstmal. Das sind alles All Caps Buchstaben. GNOME, die Abkürzung. Irgendjemand eine Idee? Na, ich lasse euch noch grübeln. Also GNOME selbst ist ein Desktop Environment. Klar, es ist eine Oberfläche für Benutzer, um drauf rumzuklicken, um ihr Computer zu benutzen. Die Idee ist, dass wenn der Benutzer seinen oder ihren Computer anschaltet, dass dann, das System kommt und dieses System ist dann eben GNOME und mit GNOME kann man seinen Computer benutzen und sein Computing machen und das möglichst frei, also in mehreren Dimensionen frei und das möglichst für so viele Anwender wie möglich. Also wir wollen freie Software zu möglichst vielen Leuten bringen und wir wollen, dass diese Leute möglichst effizient mit ihrem Computer arbeiten können. Warum sage ich effizient? Ich sage das deshalb, weil wir der Meinung sind, dass die Leute nicht vor ihrem Computer sitzen, weil sie gerne vor dem Computer sitzen. Wir glauben, die Leute sitzen vor ihrem Computer, weil sie eine Aufgabe haben. Wir glauben, dass diese Leute vor diesem Computer sitzen müssen, um eben ihren Task zu erledigen. Und dabei wollen sie vermutlich so wenig wie möglich gestört werden. Und wir glauben daran, dass dass dieses System non-intrusive sein muss. Es darf nicht ablenken von dem eigentlichen Task und dennoch, die Funktionalität bieten, die der herkömmliche Nutzer erwartet. Wir wollen, dass das System insofern benutzbar ist, als dass es zum einen funktional benutzbar ist, dass es Aufgaben erledigt. Also GNOME kommt mit einer Reihe von Anwendungen. Also GNOME sind nicht nur die hübschen Fensterleisten, die Leute immer zu groß finden. Oder ist nicht nur der einzelne Excel-Knopf oben rechts und der fehlende Minimize-Knopf links daneben. GNOME ist auch eine Suite von Anwendungen, die man vermutlich braucht, um sein Basic Computing zu machen. Also Dateien auf einen USB-Stick schieben oder eine Webseite im Internet anschauen oder mit seinen Freunden kommunizieren, entweder mit E-Mail oder mit Chat. GNOME ist, die Idee bei GNOME ist, den Leuten möglichst viel freie Software an die Hand zu geben, damit sie ihren Computer sinnvoll benutzen können.
sinnvoll auch in dem unter dem Aspekt, dass es kein oder möglichst wenig Stress ist, vorm Computer zu sitzen. Wie ich sagte, wir glauben daran, dass die Leute nicht gerne vorm Computer sitzen. Die Leute gehen lieber raus und trinken Bier oder machen anderweitig Party oder unterhalten sich mit ihren Leuten oder machen irgendwas, aber bloß nicht vorm Computer zu sitzen. Und diesen Aspekt, den versuchen wir reinzutragen in die Software und in das Benutzerführungskonzept. Das hat dazu geführt, dass wir eine neue Notification Story haben, also wo es früher irgendwelche Pop-ups gab oder verschwinden kleine Meldungen am Rand, die vermeintlich wichtig waren oder auch nicht, von denen keiner wusste, wie es sich mit denen verhält, haben wir jetzt die Notifications neu gedacht. Jetzt gibt es sie zentraler zu finden, interaktiver. Es gibt verschiedene Levels, verschiedene Stufen von Prioritäten. Und jetzt während meiner Präsentation sollte es eigentlich fast keine Notifications geben. Außer das System fährt sich gleich runter oder so. Und also der Kernaspekt ist, die Leute nicht von ihrem eigentlichen Task zu unterbrechen. Und ganz groß ist Accessibility im Sinne von Enablement. Wir wollen versuchen, so viele Leute wie möglich an das Computing heranzuführen. Das betrifft jetzt wahrscheinlich nicht uns hier im Raum. Also, weil wir sind alles middle-aged white men oder die Privilegierten, von denen, auf denen immer alle rumhacken. Und wir können Englisch, wir können Deutsch. Und deswegen sind wir nicht so betroffen von der Tatsache, dass die meiste Software nun mal Englisch oder in Englisch verfügbar ist. Die Übersetzungsstory von GNOME ist relativ gut. Wir haben relativ viele Sprachen oder relativ viel Software. Relativ viel Software ist in relativ vielen Sprachen übersetzt. Und das zu einem guten Teil. Also man kann das messen, wie viele Strings übersetzt sind in einem Programm, oder? Und es gibt relativ viele Sprachen, die zu einem relativ guten Teil übersetzt sind. Da gibt's auf lcnn.gnome.org kann man das einsehen, gibt hübsche Grafiken und dann kann man sich toll fühlen, wie viele Leute man jetzt potenziell an das Computing herangeführt hat. Wir meinen damit aber auch mit dem Accessibility-Aspekt, dass wir Leute an das Computing heranbringen, die sonst vielleicht ausgeschlossen sind. Also das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns um Menschen kümmern, die nicht reguläre Input-Methods haben. Also weil beispielsweise ein Arm nicht gut funktioniert oder weil wenn das Sehen nicht gut funktioniert. Accessibility ist seit, ich glaube mittlerweile 2 oder 3 Jahren, bei Default an. Und das klingt erstmal nervig, weil man muss mehr Software laden und mehr Software ist mehr kompliziert und mehr kompliziert ist mehr schlecht. Aber tatsächlich ist es auch hilfreich, weil stellt sich raus, dass wenn man diese Leute, diese nicht normalen Leute, sage ich das überspitzt, wenn man sich um die kümmert, dann kriegt man auch relativ fix Support für Nicht-Standard-Hardware eingebaut in seine Software. Zum Beispiel eine nicht-reguläre Input-Methode ist ein Soft-Keyboard, oder? Weil das ist nicht Standard, zumindest nicht in 2016. Wenn wir uns Hardware aus dem Mediamarkt anschauen, dann gibt es immer ein Keyboard mit dabei. Und so ein Soft-Keyboard ist relativ einfach zu unterstützen, wenn man schon alternative Input-Methods unterstützen kann. Also wir machen das zum einen aus, weil wir wollen, dass möglichst viele Menschen freies Computing machen können, aber auch, weil wir glauben, dass es den Software-Stack und das Ökosystem insgesamt besser macht. Und der Hauptaspekt ist die Freiheit. GNOME steht für GNU, Network Object Model Environment. Und das erste G ist GNU und GNU ist not Unix. Und das ist die Freiheit, um die es uns geht. Oder eine Dimension der Freiheit. Also wir machen freie Software. Und freie Software zeichnet sich durch 4 Freiheiten aus. Wer kennt sie? 4 Freiheiten von freier Software. Ich sehe die Leute zählen. Freedom Number Zero. Ganz essentiell. Wer kennt sie? Fast. Aber noch nicht ganz. Code lesen kam auf, aber das kommt später. Freedom Number Zero. Essentiell. Vergessen die meisten. Freedom Number Zero ist, den Code für jeden Zweck laufen zu lassen. Also ich bestimme selbst, wofür ich meinen Code laufen lasse. Und das kommt einem trivial vor, aber wenn man sich irgendeine Euler mal durchliest von irgendeinem Windows oder so, dann stellt man fest, dass man zum Beispiel für Atomkraftwerke kein Windows benutzen darf, laut Euler. Und das ist schwierig, nicht? Also wenn man Software hat, dann soll man sie auch laufen lassen zu dem Zweck, den man selbst definiert.
Merke aus vielleicht auch, weiß ich, muss gestehen, ich habe die Windows-Euler nicht gelesen. Ich habe das jetzt dramaturgisch eingeworfen. Sorry, Microsoft, falls ich da jetzt falsche Attributions mache. Freedom Number Zero, Freedom Number One. Ja, irgendjemand jetzt, mittlerweile müsste mal jemand recherchiert haben, oder? Mit Telefon. Anyone? Freedom Number One. De, 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 de. Na, ich gebe euch das als Hausaufgabe. Right, the study, also was das vorhin kam, Code lesen, modifizieren und Code weitergeben, den modifizierten Code weitergeben. Vier Essential Freedoms, freie Software, die machen das aus. Ist nicht bei jeder sogenannten Open Source License der Fall, nicht? Also ich persönlich mache da den Unterschied sehr reflektiert, von freier Software zu reden und nicht von Open Source. Anyway, Freedom bedeutet auch, dass wir unsere Benutzer vor alltäglichen Gefahren schützen oder es zumindest versuchen, so gut es geht. Und also darunter könnte man verstehen, dass wir dafür oder dass wir versuchen, uns vor dem bösen Nachbarn zu schützen, der jetzt seinen Sniffer im Wi-Fi mitlaufen lässt. Oder vor dem Man in the Middle, der in dem Chat hängt oder so. Und also da gibt es, das ist eine ganz große Baustelle, hatten wir vor 2 Jahren, oder? Security Construction Site Baustellenthema. Da gibt es sicherlich Bedarf, das noch, naja, zu verbessern. Aber das, wir versuchen das zu tun. Wir versuchen dahin zu kommen, dass wir den Benutzer vor mehr oder weniger alltäglichen Gefahren schützen können. Und das wollen die Leute auch. Wir hatten seinerzeit einen Fundraiser laufen lassen und dafür Geld gesammelt, in dem Fall $20,000. Und jetzt liegt es an GNOME, diese für mehr oder weniger sinnvolle Sachen auszugeben. Und das jetzt gerade vor ein paar Wochen hatten wir eine Konferenz in Karlsruhe. Und da war auch Brainstorming und Ideenfindung, was man jetzt genau oder was man am besten macht, was am schlauesten ist, wie das Geld zu verteilen ist. Und falls ihr Ideen habt, also bitte könnt ihr euch gerne melden und mit diskutieren. Wir sind freie Software, also das bedeutet auch, dass jeder mithacken kann. Jeder, der seinen E-Mail-Client bedienen kann und sich auf einer Mailingliste subscriben kann, der kann mitdiskutieren. Right, also jetzt hat GNOME Geld und ich behaupte, ja, es ist gut, dass GNOME Geld hat, weil ich glaube, dass GNOME in einer guten Situation ist, Lieferant von Security-Software zu sein. Ich hatte das schon erwähnt. Und warum glaube ich das? Ich glaube das, weil ich daran glaube, dass Information Overload schlecht ist und ich glaube, dass man da die guten Informationen von den schlechten Informationen teilen muss. Das klingt ein bisschen harsch, nicht? Also das klingt so ein bisschen danach, wie dass man den Benutzer in den Rücksitz katapultiert und nicht mehr auf den Fahrersitz. Aber also tatsächlich glaube ich ernsthaft, dass die technischen Details von einer SSL-Verbindung oder einer TLS-Verbindung nicht sehr relevant sind, um den Benutzer eine Entscheidung treffen zu lassen. Was war der Kommentar? Sorry. GNOME Screensaver, was willst du damit sagen? Ah, zu viele Optionen weggenommen. Ja, maybe. Also sicherlich ein Grad, auf dem man wandern kann. Die generelle Richtung, die Philosophie inhärent ist, den im Zweifel Sachen wegzulassen, um, eben nicht intrusive zu sein. Wie ich sagte, die eines der Hauptanliegen ist, nicht intrusive, ein nicht ablenkendes Computing zu ermöglichen. Und extra Informationen, also so wie es da steht, ist es glaube ich indiskutabel. Das ist klar. Oder? Also extra Informationen brauchen wir nicht, die stört nur. Das ist glaube ich, darauf können wir uns alle einigen. Jetzt ist die Hauptaufgabe herauszufinden, was ist extra Information. Und ich behaupte, das gelingt GNOME ziemlich gut. Und jetzt können wir uns streiten, das können wir auch gerne im Anschluss machen. Ich glaube aber, dass tatsächlich die Methodologie, die GNOME fährt, gut ist und auch, also von dem, was ich mitkriege, gut funktioniert. Also das mag nicht für
alle Leute jetzt zutreffen, die schon seit 10 Jahren freies Computing machen und 8 Jahre davon ihren normalen GNOME-Desktop gehabt haben. Aber wenn ich beobachte, wie neue Leute mit Computern umgehen und dann mit einem GNOME 3-System umgehen, dann glaube ich, ist das gut. Dann hat die Strategie Erfolg. Auch bedeutet Freiheit nicht Choice. Also das führt auch oft zu Diskussionen. Das System trifft Entscheidungen für einen. Das ist so. Damit findet man sich ab oder eben nicht. Wenn man das nicht macht, fair enough. Also freie Software, man kann, wie wir gelernt haben, fast alles mit der Software machen. Man kann sie auch nicht benutzen, oder? Also man muss es auch nicht. Aber also wir glauben daran, dass die Freiheit, um die es uns geht, nicht direkt damit zusammenhängt, möglichst viele Buttons auf dem Schirm zu machen. Und nicht jedes technische Detail zu exposen, damit der Benutzer vielleicht eine Entscheidung treffen kann. In der Tat gehen wir sogar noch ein bisschen weiter und sagen, dass der Benutzer möglichst wenig Teil des Security-Systems sein soll. Und insbesondere, wenn es um Prompts geht, um Modal Pop-Ups, Modal Dialogs, das sind die, heutzutage gibt es auch nicht mehr so, aber seinerzeit, als ich noch jung war, und Webbrowser gemacht habe, als ich noch damals im Web war, dann gab es alle 20 Minuten ein SSL, war es damals noch, ein SSL-Pop-Up, oder? Will ich wirklich die Seite besuchen? Ja, nein, vielleicht. Und für immer und nur für 5 Minuten oder gar nicht, oder so. Und dann, also ich kam damit klar, weil ich wusste ein bisschen, wie das funktioniert. Aber, also ich glaube, auch damals schon war das eine schlechte Entscheidung von der Software, eine solche Frage zu stellen. Und mittlerweile ist es ja auch anders, oder? Also mittlerweile gibt es keinen seriösen Browser mehr, der so ein Pop-Up macht. Insbesondere gibt es keine Browser mehr, also zumindest habe ich jetzt keinen mehr gesehen, der Security Prompts macht. Und eigentlich sollte keine Software Security Prompts machen. Und warum nicht? Ich glaube, dass, also erstmal kommt so ein Dialog ja immer, wenn man irgendwas macht. Oder? Also er kommt ja nicht, oder selten von alleine, sondern immer, wenn ich gerade dabei bin, irgendwas zu tun. Und wenn ich was tun will und mich der Computer fragt, nicht, will ich abbrechen oder weitermachen, dann drücke ich selbstverständlich weitermachen. Deswegen sitze ich hier. Also ich sitze nicht hier, um jetzt abzubrechen, sondern ich sitze hier, um weiterzumachen. Ich drücke vielleicht auf Abbrechen, weil ich den technischen Kontext verstehe. Aber ich glaube, insgesamt ist es eine schlechte Wahl, dem Benutzer die Möglichkeit zu überlassen, abzubrechen oder weiterzumachen. Weil ich davon ausgehe, dass der Benutzer weitermacht. Weil deswegen sitzt er vor seinem Computer. Insbesondere evil, wenn diese Entscheidung, die der Benutzer jetzt gerade in der Stresssituation zu treffen hat, permanent ist. Also wenn es eine kleine Mikro-Checkbox gibt, die sagt, jetzt das möchte ich für immer und ewig genauso weitermachen, das halte ich für fatal. Und wer immer so ein Security, wer eine Security, ein Security-Prompt liest mit einer permanenten Entscheidung, das glaube ich, ist ein Bug und der muss gefeilt und gefixt werden. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ist für ein bisschen altgebig zu, aber wir arbeiten auch dran und machen die weg, oder? Deswegen sind die ein bisschen älter. Und um nicht anderen Leuten gegen Schienbein zu pinkeln, sind das alles GNOME-Sachen. Also das ist, glaube ich, von Empathy, dem Chat-Client. This connection is untrusted. Would you like to continue anyway? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das einer unbedarften Person präsentiere, dann behaupte ich, dass es besser wäre, einen Würfel, eine Münze zu werfen und diese Entscheidung zu treffen. Weil was soll der Benutzer mit der Information anfangen? Diese Verbindung ist nicht vertrauensvoll. Also ohne da Kontext mitzugeben, ohne dass die Person sich in TLS einliest, macht diese Information per se wenig Sinn. Und die Person will wahrscheinlich gerade irgendwas erledigen. Und will sie jetzt abbrechen oder weitermachen? Selbstverständlich drückt sie weitermachen, weil deswegen sitzt sie jetzt gerade da. Und dann der fiese Remember This-Button, oder? Also dann gibt es wahrscheinlich im Zweifel gibt es keine Möglichkeit mehr, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Weil das Level von Vertrauen, das jeder Einzelne in dem Fall seine Verbindung, in diese Verbindung legt, das ist ja durchaus temporal. Es ist ja an die Zeit gebunden. Und wenn es dann später also nur noch obskure Einstellungen gibt, um diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen, halte ich das für sehr fatal. Dieses Beispiel ist von irgendeinem Paketmanager. Und ich habe gerade auf Installieren gedrückt. Und dann fragt mich das System, willst du echt installieren?
Ich meine, ja, verdammt, ich habe gerade auf Installieren gedrückt. Also, was soll diese Frage? Selbstverständlich will ich das installieren, deswegen drücke ich da. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand, der keinen Kryptografiekurs, keinen Anfängerkurs gelesen hat, was von signiert und von einem Trusted Provider liest, dann glaube ich, ist diese Information für die Leute nicht sehr aussagekräftig. Und jetzt sicher, man könnte den Dialog 230 Seiten lang machen und ein Buch irgendwie von einem Schneier oder so daran hängen. Aber, dann lieber gar nicht. Und mein Liebling ist der hier. Also, I found a new update. Please run this before submitting the bug. PKCon update, dash, dash, repo, dash, enable gleich und so weiter. Also, das ist ja Doppelhumbug, nicht? Und dann wahrscheinlich ist das nicht mal copy and pasteable. Also, wenn ich das einem Benutzer auf der Straße versuche, an die Hand zu geben, der schüttelt mit dem Kopf und geht weg. Und dann benutzt er lieber Mac aus oder so. Und also, in all fairness, das kann man dem Benutzer dann noch nicht übel nehmen. Und es gibt einen Ausspruch, der sagt, for every keystroke or click required, your user base declines by half. Und wenn man sich das überlegt, dann also will man möglichst wenig Klicks und Benutzereingaben haben, oder? Also dann möchte das System nach Möglichkeit Entscheidungen treffen, Annahmen haben und aufgrund dieser Annahmen Entscheidungen treffen, die im besten Fall, naja, für die Sicherheit oder auf Sicherheit defaulten. Dabei geht es nicht darum, nicht doch eine nicht vertrauenswürdige Verbindung aufzubauen. Es geht lediglich darum, diese Prompts zum einen und den Default-Fall zum anderen, wie man damit umgeht. Also niemand redet davon, nicht doch noch eine wie auch immer ungesicherte Verbindung aufzubauen. Lediglich darum, wieder Default Case zu handeln ist und was im Falle eines schlechten Falles zu passieren hat. Also, wir erinnern uns oder wir merken uns, möglichst wenig User Interaction, um sinnvoll Computing zu machen. Das bedeutet auch, dass wir keinen Pop-up kriegen. Das Zertifikat ist wirklich einmalig. Willst du wirklich machen oder nicht? Ja oder nein? Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir Nein sagen und dann vielleicht dann geht die Arbeit los, oder? Und dann kommen die GNOME-Jungs ins Spiel und müssen diesen Fall designen, wie man mit dieser Situation umgeht. Und in dem jetzt gerade in 2016 sagt man, naja, man macht so eine Infobar, die dann runterkommt und wo der Benutzer dann in den Settings seine permanenten Einstellungen verwalten kann, ohne mit so einem Pop-up, was einem ins Gesicht springt, während man gerade Arbeit erledigt. Also wir wollen möglichst wenig Klicks und Tastendrücke machen. Und jetzt, das ist so ein bisschen der theoretische Teil und jetzt komme ich so ein bisschen zu Ideen oder Projekten, wie wir sie haben. Und die möchte ich zum einen motivieren und zum anderen diskutieren. Und ein Fall, der mich bewegt, ist dieser. Wer erkennt, was da passiert? Key-Signing-Party, yes. Erzähl noch mal oder erzähl mal, was auf einer Key-Signing-Party passiert. Man tauscht Zettel aus, auf denen Fingerprints draufstehen. Du meinst diese Dinger? Right. Das ist natürlich Käse, ne? Also, das Fingerprints sind 160-Bit-Informationen. Und wir lassen uns mal kurz zusammen brainstormen, wie wir Bits übertragen, so von Mensch zu Mensch. Was ist der least efficient way, der am wenigsten effiziente Weg, um 160 Bits von A nach B zu bewegen? Wer hat eine Idee? Nö, schon mit Reden meinetwegen, ne? Also weil das ist ja auf diesen Key-Signing-Partys, wie sie heißen, stehen sich Leute gegenüber, oder? Und für 2 Stunden in der Kälte. Achso, ich muss vielleicht zurückgehen. Oh, jetzt komme ich ins Ranten, das wird schwierig. Muss ich beherrschen. Das ist FOSDEM. Und das ist im Winter, das sieht man jetzt nicht so. Aber ich bin schon oft zu einer FOSDEM gefahren und saß auf der Autobahn im Stau und im Schnee, weil -3 Grad waren und überall alles zugeschneit und zu vereist war. Und dann ist es kein Spaß, in Brüssel 3 Stunden lang in der Kälte zu stehen und sich irgendwelche Hexadezimalstrings an die Birne zu werfen. Also dann, nicht nur, dass es sowieso wie Kongressseuche, gibt es auch FOSDEM-Seuche. Ja, hat man sowieso nach 3 Tagen mit 6.000 Menschen, aber dann erst recht. Also wenn man 3 Stunden in der Kälte steht mit irgendeinem Papier, welches man natürlich zu Hause ausgedruckt hat, nachdem man sich 3 Wochen vorher angemeldet hat,
und dann dieses Papier sich gegenübersteht und dann carefully Haken macht. Wobei, Haken sind ja schlecht, weil den Haken kann ja jeder machen, deswegen machst du eine Unterschrift. Und dann nimmst du das Papier, tust es in deinen Rucksack und schließt ihn weg in einem Container, oder, damit niemand dein Papier nimmt, während du nebenbei Bier trinken gehst. Und dann 3 Tage später nimmst du den Zettel nach Hause und guckst, ob noch alle echt sind und so. Macht kein Mensch, das ist Katastrophe. Halte ich für eine Vollkatastrophe, diese Partys. Wir waren bei 160 Bit of Information. Wie bringe ich 160 Bit von hier zu dir? Least efficient way. Am wenigsten effizient. Binär, ne? Ich sag dir 10110110, 160 Mal. Das ist der zweite least efficient way. Könnte man sich Base 8 vorstellen, binär. Sage ich dir irgendwie von 0 bis 8. Machen wir. Also, können wir. Und dann, also der dritte least efficient way, also vielleicht nicht, es gibt noch Sachen dazwischen, aber also Base 16 ist sehr weit oben auf der Liste von die am schlechtest geeigneten Encodings für 160 Bits of Information. Also es ist eigentlich ein Wunder, wie wir 25 Jahre lang Hexadezimalstrings benutzen, um 160 Bits von A nach B zu bewegen. Insbesondere, also wenn das jemand anders lesen muss oder nach 2 Tagen oder wenn der Zettel ein bisschen geknickt ist, dann lese ich eine 8 statt ein B oder eine B statt ein 8. Oder, also ich lese kein I aus einer 1, aber jemand anders, der das noch nie gemacht hat, vielleicht. Also es halte ich für sehr schwierig. Weiß jemand, was das ist? Gut, man kann man lesen, ne? Aber also das ist die Konfiguration von CAF. CAF ist also ist eine gute Software. Jetzt fange ich ein bisschen an zu ranten, ist ein bisschen gemein, weil CAF ist echt gut. Aber also für die Leute, die ich im Kopf habe, ist CAF weniger gut. Primär, weil das ist Raw Perl. Also wenn ich hier jemanden will, der kein Englisch spricht, der vermutlich mit einem Soft Keyboard arbeitet und dann vielleicht nicht richtig gucken kann, wenn der Raw Perl editieren soll, dann finde ich das sehr schlecht. Also dann diese Person, die macht nie in ihrem Leben, signiert die andere Leute Keys. Und dann, also, dann geht es erst los. Also dann, wenn man dann sich überlegt, wo kommen die Keys eigentlich her? Die kommen von Key-Servern. Ja gut, wo kommen Key-Server? Gut, die stellt irgendjemand ins Internet. Fair enough. Dezentrales Protokoll. Was ist das für Software, die da läuft? Das ist OCaml-Software. Ich kenne genau, also ich kenne relativ viele Programmierer. Ich kenne genau 3 Leute, die OCaml können. Und es gibt Bugs in der Software, mittlerweile sind die Bugs gefixt. Aber also Bugs in der Key-Server-Software, die sind lange nicht gefixt worden, weil keiner OCaml sprechen kann. Das ist so ein französischer Dialekt von irgendeiner Programmiersprache. Ist total toll für Security-Software, aber also für Patches schreiben ist das eine Katastrophe. Und darauf bauen wir auf. Also man muss sich das überlegen. Das gesamte Web of Trust, seit 30 Jahren, benutzen wir OCaml-Software für unsere Keys. Wir vertrauen darauf, dass es geht. Es geht. Zu einem gewissen Grad. Bis auf, wenn man sich überlegt, Web of Trust ist 30 Jahre alt, gibt 50.000 Benutzer. Das hat Facebook an einem Tag an neuen Benutzern. Und in 30 Jahren haben wir es nicht geschafft, mehr Leute dazu zu bewegen, sich im Web of Trust zu bewegen, als 50.000 Leute. Es ist 2016, wir müssen, also das ist doch blöd. Das ist doch irgendwas, das ist doch scheiße. Also, vielleicht gibt es eine geheime Conspiracy, oder? Eine Verschwörungstheorie, die macht, dass wir das alle, dass alles irgendwie suboptimal ist. Ich glaube aber nicht, dass es eine geheime Verschwörungstheorie gibt. Ich glaube, der gemeine Security-Mensch, der hat seinen Use Case. Und den will er gefixt haben. Und das ist okay. Also ich meine, freie Software, man kann alles nehmen, man kann alles machen. Das ist gut, ist perfekt. Die Extrameile zu gehen, halte ich aber für notwendig, um naja, Security und Krypto in dem Fall an Leute zu bringen. Und also das ist ja ein sehr schwieriges Thema. Ich kriege Herz raus ein bisschen. Das können wir noch den ganzen Abend weitermachen. Aber also meckern ist das eine, was machen ist das andere. Es gibt von den GNOME-Jungs, ich bin einer der Schreiber, GNOME Keysign. Und die Idee ist, das ganze Keysigning in 12 Sekunden zu machen, statt in 7 Monaten. Also wenn man sich mal anmeldet auf so eine Keysigning-Party, doch, das erzähle ich jetzt noch, es gibt so viele, viele schlimme Sachen. Aber wenn man sich anmeldet auf so einer Keysigning-Party, dann steht in dem Anmeldezettel, den man dann kriegt und auf dem diese 15 Seiten lang falsch encodiertes UIDs sind, steht irgendwo oben drüber, bitte signier deine Keys innerhalb von 3 Monaten oder so. Also 3 Monate, man geht schon davon aus, dass diese ganze Operation 3 Monate dauert, dass die Leute nicht in der Lage sind, das innerhalb von einer Woche zu machen oder von einer Minute, sondern innerhalb von 3 Monaten. Weil jeder weiß, dass man erstmal ein Buch über Perl lesen muss, um seinen Client zu konfigurieren. GNOME Keysign. Die Idee ist,
Ich drücke hier auf meinen Key. Ich habe jetzt gerade auf meinen Key gedrückt, dann kommt mein Key hier. Das ist mein Key. Zack. Die eine Seite. Und jetzt kommt eine andere Person und möchte mit mir, ich wollte gerade Computersex sagen machen, möchte meinen Key nehmen. Und dann tippt sie entweder diesen Fingerprint. Ja, ist doof, aber wir müssen Delta, kleine Deltas machen, oder? Und bisher kennen die Leute Fingerprints, deswegen machen wir auch erstmal noch Fingerprints. Entweder das Eintippen oder den QR-Code scannen für die Faulen. Und das war's. Das muss alles sein. Der Anspruch ist, dass das genügt, um ein vollständiges Key-Signing zu machen, according to best practices, also ohne an Security zu verlieren. Ich behaupte sogar, dieser Approach, so wie der implementiert ist, ist sogar sicherer als das traditionelle, als der traditionelle Approach. Und warum, können wir später diskutieren. Jetzt habe ich noch ein Video mitgebracht, weil alle schlafen mittlerweile, deswegen sind Videos immer gut. Jetzt sieht man so ein bisschen, was passiert. Ich habe schon Key angeboten und jetzt tippe ich da den Fingerprint ein. Jetzt hat er den Key geholt, im lokalen Netzwerk, nicht aus dem Internet. Und dann kriege ich meinen Mailer, meinen Default-Mailer. Und dann drücke ich da auf Send, Send, Send und dann ist es fertig. Und dann hat die andere Person die Signaturen pro UID entsprechend verschlüsselt, dass, naja, wie das according to best practices eben ist. Das sieht jetzt schön aus in diesem Hochglanzvideo, welches ich aufwendig produziert habe. Realität ist, ist immer ein bisschen flexibler als so ein Hochglanzvideo. Es gibt immer mehr Parameter in Real World als im Labor. Und deswegen dachte ich, lade ich ein, übermorgen, dass wir das gemeinsam mal ein bisschen machen. Die Idee ist, das einfach zu benutzen. Aber naja, wie das mit Software ein bisschen so ist, muss man wahrscheinlich tatsächlich auch noch rumprogrammieren, damit das überhaupt läuft. Es ist ein bisschen schade. Aber also wer Tagesfreizeit hat am Sonntag oder Key signieren will, auch meinetwegen traditionell, ich bin ja kein, wie sagt man, ich insistiere da nicht, jetzt genau diese Software zu verwenden, die heimlich eure Keys an meinen Server hochlädt und so. Also gerne auch traditionell Sonntag Vormittag, glaube ich, oder 12, 1, weiß nicht genau. Gibt es einen Workshop. Das war das eine. Akut, Fragen, Diskussionen, Anmerkungen, ja, nein, vielleicht, Pesco. Ja. Die blasphemische Frage, gibt es das ohne genommen? Die Antwort ist nein. Also. Ernst gemeinte Fragen? Gibt es das mit GTK, aber ohne genommen? Die Antwort ist nein. Nächster Punkt. USB Security. In meinem, ja, also ich bin so, also bin nicht nur GNOME-Typ, ich bin in meinem anderen Leben auch mit Security und Krypto unterwegs. Ich habe seinerzeit mir USB Security angeschaut und mir dann überlegt, also wann benutze ich eigentlich USB? Und wann benutze ich nicht USB? Und benutzt eigentlich jemand anders mein USB? Und besonders wenn ich nicht da bin, weil ich gerade in der Mittagspause bin oder so. Weil stellt sich raus, also ein USB per se ist ein relativ großes Interface. Man kann relativ viel mit so einem USB machen. Und stellt sich raus, die Leute sind kreativ, wenn es zur Nutzung von USB kommt. Also es gibt da diverse Security-Reports über kreative USB-Nutzung, Spaß am Gerät. Und das ist ja auch alles gut und witzig. Aber wenn es mein Gerät ist, finde ich das nur so mäßig gut. Und naja, ich habe überlegt, also wenn ich in der Mittagspause bin, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum mein USB an ist, oder? Also, ich bin weg. Also eigentlich würde ich so weit gehen zu behaupten, dass sobald ich Ctrl-L, Super-L gedrückt habe, sobald mein Lockscreen an ist, dass es keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass ich am Rechner bin. Wenn ich nicht am Rechner bin, dann sehe ich erstmal keinen Grund, warum neue Geräte an meinem Gerät, an meinem Computer erlaubt sein sollen. Zumindest nicht, solange ich wieder davor sitze. Da muss man differenzieren. Selbstverständlich gibt es den Fall, wo mein Keyboard kaputt geht und ich ein neues Keyboard einstecke oder eine neue Maus oder so. Muss man ein bisschen gucken. Aber also, dass ich eine Webcam brauche, während mein Screensaver läuft, halte ich für ungewöhnlich. Dass ich einen Pendrive brauche, Storage, während mein Screensaver läuft, halte ich für ungewöhnlich. Dass ich ein ganz komisches Gerät anklemme, was ich noch nie angeklemmt habe, wenn der Screensaver läuft, halte ich für ungewöhnlich. Aber, also stellt sich raus, jetzt gerade ist es der Fall, oder? Wenn, egal was ihr laufen lasst auf euren Maschinen, USB ist immer an. Und über USB lade ich euch jeden Treiber, den ihr auf der Platte habt, lade ich rein. Und nicht nur die USB-Geräte-Treiber, sondern jeden anderen Treiber auch. Dafür ist USB flexibel genug, als dass ich jeden Code-Path, der da in den Treibern steckt, ansprechen kann.
Ist vielleicht ein bisschen Propaganda, ein bisschen überzogenes Statement, aber die Anzahl an Zeilen Code, die ich ausführen kann, dadurch, dass ich ein Gerät reinstecken kann, die ist riesengroß. Und das muss nicht so sein, oder? Es gibt, jo, bitte, ja. Ah, right. Ja, also der Einwand war, haben wir denn auch bedacht, ob nicht ein User vielleicht gerade Daten kopiert? Und wenn man den Screensaver anmacht und dann der Subtext war, wurde nicht ausgeführt, dass wenn der Screensaver angeht und dann das USB ausgeschaltet wird, dann wird ja auch das Gerät ausgeschaltet. Und das wäre ja potenziell schlecht. Right, ist bedacht worden. Nächste Frage. Nein, nein, selbstverständlich geht es, also völlig berechtigter Einwand. Die Implementierung, wie es sie gerade gibt, und die ist Müll, aber das ist gemein. Hoffentlich hört mein Student nicht zu, der das gebaut hat. Das muss man vernünftig einbauen. Es gibt ein Proof of Concept, einen Prototypen. Und das zeige ich gleich in einem hübschen Video, damit ihr nicht einschlaft. Die würde ich aber nicht verwenden, so wie sie ist. Also es gibt keine, wie soll ich sagen, wir brauchen uns nicht über Implementierungsdetails unterhalten, weil es gibt keine fertige, vernünftige Implementierung. Jedenfalls nicht so, wie ich hier stehe. Aber ist bedacht worden und die Idee ist, dass du neue Geräte verbietest. Also insbesondere ganz neue Geräte, die du noch nie gesehen hast. Und es geht nicht darum, existierende Geräte abzuklemmen. Das Blocken von USB geht. Also wir haben das implementiert. Jetzt gibt es hier diesen Daemon, der wird gestartet und der erkennt, oh, hier wurde gerade so ein USB-Stick angeklemmt, den kennen wir nicht, wir blocken den. Das heißt, Linux sieht, dass ein USB-Gerät, dass ein neues Gerät am USB hängt und dann gibt es eine Feedback-Schleife, dann kommt der Daemon ins Spiel, guckt, was mache ich mit dem Gerät, soll Linux weiter Treiber laden oder ignorieren. Und in dem Fall hat der Daemon entschieden, nee, Linux, mach mal besser nichts, mach mal ignorieren. Das ist die Lösung, so wie sie jetzt ist, ist genauso gut wie Epoxidharz. Kann ich auch reinstopfen, geht USB genauso wenig. Viel interessanter ist der Fall, in dem ich bestimmte Klassen erlaube. Jetzt erlauben wir, glaube ich, Mass Storage in dem Fall. Und jetzt sehen wir, der USB-Stick wird wieder angeklemmt. Das Programm entscheidet, ist auf der Non-Blocking-List. Deswegen geht das Gerät durch. Wir haben gerade dieses Pop-up gesehen unten für das Mass Storage. Und dann geht das nächste Gerät rein. Ich glaube, das war so ein Keyboard, Remote-Keyboard irgendwas. Und hat er gesagt, nö, kenne ich nicht, blocke ich lieber. Muss man dafür den Kernel modifizieren? Nein, Linux kann das schon seit Jahren. Seit Ewigkeiten kann Linux Geräte erst von Userspace inspizieren lassen, bevor es und sich eine Antwort geben lassen, bevor es weiter Treiber lädt. Muss man nur zusammenstecken, also nur zusammenstecken. Es gibt noch ein paar Ungereimtheiten, zumindest das letzte Mal, als ich gecheckt habe. Gab es noch Schwierigkeiten. Aber das sind USB-Details. Das können wir gerne gleich bei einem Bier besprechen. Ich kriege nämlich langsam eine trockene Kehle. Das ist natürlich jetzt, das ist gut. Ist technisch auch interessant, allerdings jetzt kein Rocket Science, weil, wie ich sagte, das sind ein paar Echos nach Sys-Kernel, habe ich jetzt vergessen, irgendwo hin. Und ein bisschen Logik, um die Liste zu maintainen von Geräten, die man haben will oder eben nicht haben will. Interessanter wird's, wenn es auch benutzbar wird. Und das ist eine prototypische Implementierung in GNOME Shell. Wir sehen oben so ein Schloss-Icon, also falls man das sehen kann, ihr müsst mir da glauben, ist so ein Schloss, das drücke ich auf, das drücke ich zu. Wenn ich das Schloss zudrücke, dann passiert jetzt nichts. Und jetzt müsst ihr mir glauben, dass jemand gerade USB-Geräte reinsteckt und es kein Pop-up gibt. Und das könnte man sich überlegen, dass man das verheiratet mit dem Lockscreen. Es ist, glaube ich, auch implementiert, dass dieser Daemon entsprechend auf Block schaltet, sobald der merkt, dass der Lockscreen angeht. Right. Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Diskussionsbedarf? Ja, nein, vielleicht. Bitte. Right. Ganz genau. Right. Right. Also, es wurde angemerkt, dass es ja clever ist, Sachen wie Tastaturen nicht zu blocken, weil das ist ein Standardgerät, die braucht man wahrscheinlich. Und es gibt so Sachen wie das Rubber Duck, ich glaube, das war auch auf einer Folie drauf, die so tun, als ob sie zum Beispiel ein Keyboard wären. Völlig richtig. Gegen so ein Rubber Duck
kannst du dich nur begrenzt viren. Also insbesondere, wenn das Gerät oder so ein Keylogger, insbesondere, wenn, also Keylogger ist besser, weil der Keylogger ist für das Betriebssystem ist der Keylogger eine Tastatur. Das sieht genauso aus wie eine Tastatur, es riecht wie eine Tastatur, es verhält sich wie eine Tastatur, ist eine Tastatur. Da kannst du nichts gegen machen. Also nicht für, vielleicht könntest du dir überlegen, dass du den USB-Deskriptor signieren lässt oder so. Das sind aber Lösungen nicht für 2016. Das sind Lösungen für 2020 oder 2026. Und da musst du Sachen modifizieren. Wenn du jetzt hier was machen willst, ist mir kein Weg bekannt, wie du dich gegen so einen USB-Keylogger wehren kannst. Eben weil der sich genauso anfasst und anfühlt wie eine richtige Tastatur. So ein Rubber Duck ist interessanter, weil der hat potenziell mehrere Interfaces. Der hat potenziell noch ist da noch Mass Storage oder CD-ROM oder so. Und dann lädt der Exploit, also der ist Tastatur und USB und CD-ROM. Das ist das Tolle an USB. Mit USB kannst du mehrere Geräte in eins bündeln. Und dein Treiber, dein Betriebssystem lädt dir ganz freiwillig sämtliche Treiber für alle Geräte nach. Und das kannst du selbstverständlich merken. Also ich kann merken, als Betriebssystem und auch im User-Space merke ich, wenn jetzt jemand ein Gerät ranklemmt, das ist Tastatur und CD-ROM-Laufwerk. Und dann kann ich die Entscheidung treffen, oh, das ist ja eine verdächtige Kombination, das lade ich mal lieber nicht. Die Logik könnte man implementieren. Gehe ich auf den Fall ein, den ich gerade erwähnte, von dem ich sagte, dass wir den später behandeln, die Unzulänglichkeiten, die es bei Linux zumindest gab, von denen ich aber nicht mehr weiß, ob es sie immer noch gibt. Das Anschalten bestimmter Interfaces, wie es in USB-Speak heißt, bestimmter Geräteklassen, das war nicht möglich. Ich glaube, mittlerweile gibt es das, weil ich habe Patches gesehen, aber ich weiß nicht, ob die gemerged worden sind. In dem Fall, wenn es diese Patches gibt, dann kannst du jetzt sogar entscheiden, oh, ich habe hier dieses Gerät, das ist CD-ROM und Keyboard. Das Keyboard mache ich an, das CD-ROM nicht. Das könnte mittlerweile gehen. Anything else? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich schließen mit der Bemerkung, GNOME is people, also GNOME ist auch nur eine Ansammlung von Menschen, die sich um Computing kümmern, die sich um freie Software kümmern. Die möchten, dass möglichst viele Menschen mit vielen Backgrounds Computing machen können, freies Computing mit freier Software. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin selbstverständlich noch hier bis zum Ende der Konferenz und selbstverständlich auch Sonntag für diesen Workshop. Vielen, vielen Dank. Ach so.